Bevor das Video anfängt, möchte ich, dass du dir ein paar Fragen stellst. Kann es wirklich sein, dass die ganze Welt etwas macht, was unnötig ist? Kann es wirklich sein, dass die ganze Welt ihr Geld verliert wegen etwas, was unnötig ist? Ich möchte dir in diesem Video nicht über das Coronavirus erzählen, wie der entstanden ist und seine Symptome, weil darüber hast du sicherlich genug gehört. Ich möchte dir nur erzählen, auf einer ganz einfachen mathematischen Art und Weise, warum so ein ungefährlicher Virus, von dem nur 2% der Infizierte sterben, solche Ausnahmen eingesetzt werden. Aber davor machen wir einmal ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du darfst aussuchen, wie du dein Geld bekommen würdest, monatlich. Entweder du bekommst jeden Tag 1 Million Euro für einen Monat lang, oder du beginnst bei 1 Euro und dann multiplizierst du ihn mit 2 jeden Tag, verdoppelst ihn jeden Tag. Was würdest du nehmen? Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Lass uns zurück zum Gedankenexperiment gehen. Wenn du so natürlich sowas zum ersten Mal hörst, wirst du direkt an die große Zahl denken, die du jeden Tag bekommst. Das liegt an dem Grund, weil unser Gehirn nicht gewöhnt ist, exponentiell zu denken. Bedeutet, gucken wir uns einmal an, was passieren würde, wenn wir jeden Tag 1 Million Euro bekommen. Wir bekommen jeden Tag 1 Million, das heißt 1 Million plus 1 Million plus 1 Million plus 1 Million, das Ganze 30 Mal. Am Ende hast du 30 Millionen. Kurz gesagt, einfach 1 Million mal 30. Gucken wir uns einmal an, wie das in einem Graphen aussehen würde. Auf der X-Achse haben wir die Zeit in Tagen, auf der Y-Achse Geld in Euro. Nach einem Tag hast du 1 Million Euro, nach 2 Tagen 2 Millionen, nach 3 Tagen 3 Millionen und so weiter. Wenn du diese Punkte miteinander verbinden würdest, würdest du eine Gerade erhalten, die durch den Nullpunkt geht. Das heißt, wir haben eine proportionale Funktion. Wir haben in dem Fall alles nur zusammen addiert. Gucken wir uns erst einmal an, was passieren würde, wenn wir es exponentiell machen. Nach einem Tag hast du das Euro verdoppelt, hast du 2 Euro. Nach 2 Tagen hast du 4 Euro. Nach 3 Tagen hast du 8 Euro. Nach 4 Tagen hast du 16 Euro. Für dein Gehirn ist es trotzdem noch nicht so viel im Vergleich zu den riesigen Zahlen, die wir hatten. Aber du wirst dich vielleicht überraschen, wenn du am 23. Tag mehr als 8 Millionen Euro hast. Und am 24. Tag hast du doppelt so viel, weil du es verdoppelt hast. Da hast du mehr als 16 Millionen Euro. Am 25. Tag hast du mehr als 33 Millionen Euro. Und am letzten Tag, am 30. hast du mehr als 1 Milliarde und 73 Millionen Euro. Verstehst du diesen Unterschied? Jeden Schritt, den du mehr machst, machst du mehr als alle Schritte, die du davor gemacht hast. Bedeutet, du hast am 23. bis zum 24. hast du in einem Schritt mehr gemacht, als du es in allen anderen Schritten gemacht hast. Und das ist das Problem bei exponentiellem Wachstum. Nehmen wir an, der Anzahl der Infizierten an Coronavirus verdoppelt sich jeden Monat. Das heißt, nach einem Monat sind 2 infiziert, nach 2 Monaten sind 4 infiziert, nach 3 Monaten sind 8 infiziert. Und bisher ist es trotzdem ja nicht schlimm, es ist noch eine vorstellbare Zahl. Nach einem Jahr sind es 4096 Infizierte. Aber du wirst dich überraschen, wenn du nach 2 Jahren mehr als 16 Millionen Infizierte hast. Für dich ist es trotzdem ja nicht schlimm. Es sterben ja nur 2%, die von der Krankheit infiziert sind. Da kann doch die ganze Menschheit infiziert werden. Falls du Prozentrechnung gelernt hast, darüber habe ich auch schon Videos gemacht, kannst du schon berechnen, dass wenn die ganze Menschheit infiziert sind, also 7 Milliarden Menschen, sind 2% 140 Millionen Leute. Bedeutet, es sind mehr Leute gestorben als die im Zweiten Weltkrieg, wenn die Krankheit sich so ausbreitet. Das ist nicht zu unterschätzen, die Zahl. Du merkst, es ist total unwichtig, wie viele Leute in dein Land infiziert sind. Es ist nur wichtig, wann sich dieser Wert verdoppelt. Pro wann? Wir sagen die ganze Zeit, der Wert hat sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Aber die Experten und die damit rechnen sagen, die Steigerungsrate hat um so viel Prozent zugenommen. Heißt, ich habe 1, dann wurde es 2. Ich sage nicht, das hat sich verdoppelt, sondern ich sage, die Steigerungsrate hat um 100% zugenommen. Wieso um 100%? Naja, ich gucke, wie viel hat es zugenommen? Einer. Wie viel entspricht das vom vorherigen Wert? 100%, also Steigerungsrate hat um 100% zugenommen. Es gibt eine sehr einfache Formel zum Berechnen der Steigerungsrate. Die lautet,
die Anzahl der Durchschnittspersonen, die der Infizierte trifft, multipliziert mit der Ansteckgefahr. Bedeutet, wenn die Ansteckgefahr hoch ist und die Anzahl der Personen, die derjenige trifft, auch hoch ist, ist die logischerweise die Steigerungsrate auch hoch, der Wert von der Steigerungsrate. Und deswegen versucht man an eins dieser beiden zu arbeiten. Man könnte die Ansteckgefahr reduzieren, indem man die Infizierten einfach zu Hause einsperrt. Das ist aber natürlich nicht so praktisch, weil manche haben Angst, sich zu äußern, dass sie Corona haben. Dann gibt es manche, die merken nicht mal, dass sie es haben. Und dann gibt es noch die Typen, die denken, das wäre eine normale Erkältung. Deswegen arbeitet man an dem zweiten Faktor dem ersten Faktor in der Gleichung und reduziert die Durchschnittsanzahl der Personen, die der Infizierte trifft, indem man Veranstaltungen absagt, indem man zu Hause bleiben muss und so weiter und so fort. Man kann natürlich die Ansteckgefahr reduzieren, indem man den Leuten sagt, Hände waschen und natürlich die Infektionsmittel und so weiter. Aber vielleicht denkst du dir gerade, wenn ich meine Hände nicht wäsche, wie viel sollte passieren? Wird der Wert um ein Hundertstel steigen? Naja, wenn das für dich zu wenig ist, ich zeig's dir nochmal, was passiert ist. Also, im Durchschnitt infiziert jede infizierte Person am Tag 0,03 weitere Personen. Das ist nur mathematisch so, das heißt, wenn man es so rechnet, würde man am Tag 0,03 Personen infizieren. Wenn du deine Hände nicht wäschst und dann meinst, du infizierst 0,04 Personen, gucken wir einmal den großen Unterschied, der passieren wird. Die erste Person ist infiziert. Am Tag infiziert sie 0,03. Bedeutet 1 plus 0,03 sind 1,03. Das Ganze multipliziert so oft mit sich selbst wie der Anzahl der Tage in einem Jahr. Das heißt 365 Mal. Mathematisch schön aufgeschrieben 1,03 hoch 365. Das Ergebnis wäre 48.482 Infizierte. Bedeutet, nach einem Jahr sind es 48.482 Personen, die infiziert sind. Anders wäre es, wenn das 1,04 wäre. Nochmal hier dasselbe, 1,04 hoch 365, das heißt so oft mit sich multipliziert wie Anzahl der Tage in einem Jahr. Und das Ergebnis wäre 1.650.000. Spürst du diesen Unterschied? Weil du es nur um ein Hundertstel mehr gemacht hast, hast du so viele Menschen weiter infiziert. Das ist das Problem bei exponentiellem Wachstum. Man merkt es wirklich erst, wenn es zu spät ist. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video weiterhelfen. Falls das Video dir gefallen hat und Leute kennst, die das noch nicht wirklich wissen, teile dieses Video bitte, das würde mich sehr freuen. Einen Daumen hoch, wenn das Video dir gefallen hat. Und wenn es dir nicht gefallen hat, schreib mir in die Kommentare, warum es dir nicht gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.